30. Jahrestag der deutschen Einheit. Leider mit einem in den Medien und auch in Teilen der Bevölkerung gebremsten Bild. Wenn wir jedoch heute von der deutschen Einheit reden, müssen wir uns eingestehen, dass dies zunächst nur eine staatspolitische Wirklichkeit ist in Form der Bundesrepublik Deutschland. Aber sind wir auch ein Volk? Eins und einig sind wir jedenfalls nicht. Und die Verwendung des Begriffs der deutschen Einheit provoziert nach wie vor kontroverse Diskussionen, je nachdem, unter welcher Überschrift wir diskutieren. Meine Freunde, liebe Mitglieder, sind in Stuttgart. Ich freue mich sehr, wenn ihr kommt heute Morgen zu diesem Gottesdienst, unserem Gottesdienst, zum Tag der deutschen Einheit. Ursprünglich wollten wir diesen besonderen Jubiläumstag, ja auch das 75. Jubiläum unserer CDU hier in Stuttgart, unseres Reiselandes, mit einem großen Festakt feiern. Das kam anders in diesem Jahr. Corona lässt es einfach nicht zu, dass wir uns in einem größeren Rahmen treffen und feiern. Wir wollen das gerne nachholen. Ich freue mich auch sehr, dass wir wenigstens im vergangenen Jahr erstmals vom IHK gestalteten und sehr gut angenommenen Gottesdienst hier in der Stiftskirche mit ausreichend Abstand gemeinsam feiern können. Ich danke unserem Kirchenrat, lieber Werner Schlüke, ganz herzlich, dass du das gemeinsam mit dem IHK und mir über Johannes Keuchle wieder gestaltet hast und mit anderen Mitwirkungen. 30 Jahre deutsche Einheit sind ein großes Freude und wir können als CDU auch stolz sein über das Erreichte. Bei allen Problemen war die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte. Ich spüre das, wenn ich häufiger in den letzten Wochen in Ostdeutschland unterwegs bin. Wir haben viel erreicht und gerade bei den jüngeren Menschen spüre ich nicht mehr diese Trennung in Ost und West. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und die Erfolgsgeschichte deutscher Einheit als wesentlicher Teil auch der europäischen Einheit ist untrennbar mit der CDU verbunden mit Politikern wie Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble. Und auch deshalb feiern wir diesen Tag der deutschen Einheit als CDU Stuttgart von Beginn an. Das Erreichte kann uns in diesen schwierigen Zeiten auch Mut und Zuversicht geben. Wir werden auch diese Corona-Krise überwinden und unserem gewohnten Leben zurückfinden, da bin ich mir sicher. Unser christlicher Glaube hilft uns dabei, gerade in Zeiten von Krankheit, von Leid und Trauer, von Einsamkeit, Sorge und Verzweiflung, kann uns der Glaube neue Kraft und Zuversicht für unser Leben schenken. Vertrauen wir darauf, er lässt uns nicht allein. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in aller Nöten, heißt es im Psalm 66. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst heute hier gemeinsam feiern dürfen und wünsche Ihnen und uns einen schönen 30. Jahrestag.